Bei der Oper Anna Bolena von Gaetano Donizetti handelt es sich um ein Schlüsselwerk im Schaffen des Komponisten. Es ist sozusagen ein Umkehrpunkt von der Tradition des frühen Bel Canto, einer Tradition von Rossini, hinweg zu einem eigenen Stil, den Donizetti mit diesem Stück findet. Und er schafft das, indem er sich ein bisschen von der schablonenartigen Form der Komposition löst und neue, sehr, sehr vitale und dramaturgisch effektvolle Szenen erschafft. Besonders an diesem Werk sind die groß ausgedehnten Duette, die großen Ensembleszenen. Und die kann man natürlich nur realisieren, wenn man dieses wundervolle Gesangsensemble am Haus hat. Marina Subko als Hauptdarstellerin, die genau für diesen Bel Canto-Stil perfekt passt und die diese Partien, diese sehr herausfordernden Partien, wirklich meisterlich singen wird. Die Rezitative sind noch ganz besonders in dieser Oper. Früher in der Rossini-Zeit wurden Rezitative immer mit einem Tasteninstrument begleitet, Cembalo oder Hammerklavier. Bei uns ist es das ganze Orchester, was auch kommentiert, neue Farben gibt und vielleicht in eine nächste Arie einleitet. Mich persönlich reizt diese Musik sehr. Ich bin ein großer Bel Canto-Fan und ich freue mich sehr, dass wir diese Art von Stücken hier bei uns im Theater Ulm spielen dürfen. Ich finde, es ist eine wahnsinnig vitalisierende, energetische Musik, die ganz stark die Emotionen der handelnden Figuren zeigt und wo es auch einfach eine große Freude und ein großes inneres Bedürfnis ist, diese Emotionen mit dem Orchester, mit dem Chor, mit der Szene, also als ganzes Produkt wundervoll tragen zu können und dem Zuschauer näher bringen zu können.